Probe, entleeren, genauso, mache den Deckel auf, gehe auf OK, dann rein hinten raus, Gebläse. Dann gibt's raus, bei dem Schub genau. Wieder? Ja. Gibt es eine Stundenübersicht, dass wenn ich 5 Sekunden auf OK bleibe, geht der untere weiter auf 0. Der obere bleibt immer, der rennt immer weiter. Okay, das muss eigentlich jeder muss nach dem Arbeiten diese Stundenübersicht auf 0 drücken. Oder bevor es fährst. Genau. Betriebsspannungsübersicht, Geschwindigkeit kalibrieren, dann gehe ich rein. Da gibt es einmal die Teststrecke 100 Meter, ich kann es manuell, das heißt, wenn nur also ein paar km/h oder ein paar Zehntel Unterschied kann es manuell eingehen und dann kalibriert werden. Das heißt, wenn sie, das ist hauptsächlich für, wenn es die vom Traktor nicht mehr Traktor sind, dass es einen Wehrdampf reingibt. Ja. Wenn es geht, die Teststrecke 100 Meter, dann gehe ich auf OK, fahren Sie 100 Meter, dann drücke ich auf Start, OK, ja. Meine 100 Meter gefahren wir wieder auf OK und dann hat er die Signale eingespeichert und dann passt das. Mhm. Mit dem kann ich das einstellen. Und wie geht er jetzt wieder raus aus diesem Menü? Da geht ich voll rein wieder raus. Gut, und das müsste man mit jedem Traktor jetzt einmal, sollte man das machen? Nein, das ist einmal auf dem einmal Gerät gespeichert, oder? Genau. Nein, dann ist das scheinbar nicht kalibriert worden, oder? Oder ist es halt wirklich der Sensor? Der Sensor wird stimmen, nur halt den Widerstand drinnen, also den Fremdkörper. Deswegen wird es eher nicht ganz auskennen. Nein, da den unteren Lenker. Der mitten drinnen ist.